Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Landesrat, geschätzte Angehörige des nunmehrigen Kommandos der Streitkräfte. Es ist nicht die stärkste Spezies überlebt, auch nicht die intelligenteste. Es ist diejenige, die am ersten bereit ist, sich zu verändern. In diesem Festtag zur Überleitung der Land- und Luftstreitkräfte in das Kommando Streitkräfte und der Beweis zur Gültigkeit dieser Aussage von Charles Darwin erbracht. Die vorherrschenden und auch zukünftigen sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen erfordern Veränderung und Anpassung. Die Welt ist in den letzten Jahren unberechenbarer und unsicherer geworden. Globale Auseinandersetzungen mit Ressourcen, andauernde Konflikte in der europäischen Nachbarregion mit hohem Eskalationspotenzial, dauerhafter Druck durch Migrationsströme, hybride Konflikte und alle Formen des Terrorismus gehen die Sicherheitslage der heutigen Zeit. Die daraus resultierende stärkere Fokussierung auf die militärische Landesverteidigung ist der nur ein ableitbarer Schritt für unser Bundeswehr. Die konsequente Ausrichtung zur Abwehr von konventionellen und nicht konventionellen Angriffen, die Wiederherstellung der militärischen Grundbefähigung und der Ausbau der Fähigkeiten des Bundeswehrs zur Beherrschung aktueller und künftiger Bedrohungen müssen wieder in den Vordergrund gestellt werden. Dies erfordert die Errichtung von wirkungsvollen Strukturen, die Herbeiführung zeitgemäßer Standards und die verstärkte Wiederbesiedlung der gesamten Organisation auf die Anforderungen einer militärischen, den künftigen Erfordernissen angepassten Landesverteidigung. Mit der Umstrukturierung der Landstreitkräfte, des Kommando Streitkräfte im Rahmen der Herbstgliederung 19 erfolgt nun ein revolutionärer Schritt zur Gewährleistung einer effizienten Führungsstruktur. Denn eines ist klar: Die Herstellung der Fähigkeit zur militärischen Landesverteidigung muss von der operativen Ebene getragen werden und in weiterer Folge der Probe die zielgerichteten Übungs- und Ausbildungsaufgaben verbunden werden. Die Streitkräfte sind das Rückgrat des Bundesheers. Sie tragen die Hauptlast und die Verantwortung beim Thema Landesverteidigung. Die Wiederherstellung und Gnaden stehen nunmehr gemeinsam mit den anderen großen Verbänden unter einheitlichem Kommando. Zeiten schwer realisierbarer Experimente und unklarer Perspektiven für das Personal werden nun beendet. Stattdessen, davon bin ich überzeugt, werden diese klaren Strukturen für Stabilität und Dauerhaftigkeit sorgen, sodass unsere großen Verbände unter einem von grundsätzlichen Jointness getragenen Kommando im gesamten Fähigkeitsspektrum zum Einsatz kommen können. Mir ist bewusst, dass solche Organisationsänderungen auch erhebliches Konfliktpotenzial in sich bringen und nicht von jeder von diesen Umstrukturierungen, dass nicht jeder von diesen Umstrukturierungen angetan war. Jede Organisation ist ein Kompromiss zwischen unterschiedlichen und teilweise widersprüchlichen Anforderungen, ein Kompromiss zwischen Effizienz und Flexibilität, zwischen Spezialisierung und Ganzheitlichkeit, zwischen den Vorteilen der Einheitlichkeit und denen der Entscheidungsfähigkeit vor Ort. Das heißt, es gibt keine perfekte Organisation, die frei von jeglichen Nachteilen wäre, aber sie kann im günstigsten Fall optimal sein. Optimal ist in der Definition unter den gegebenen Umständen für den jeweiligen Zweck die bestmögliche Lösung anzubieten. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, haben wir meiner Ansicht nach erreicht. So möchte ich mich auch bei Ihnen allen bedanken für Ihr Engagement, Ihr Pflichtgefühl und Dienstverständnis, Ihre Motivation und die konstruktive Mitarbeit aller verantwortlichen Kommanden und Mitarbeiter in der Entwicklung und Umsetzung der Heeresgliederung 2019. Ich bin überzeugt davon, dass diese Weiterentwicklung der Gruppe wesentlich zur Effektivität des Bundesheeres bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben beitragen wird. Ich möchte an dieser Stelle auch den heute zu ernennen und zu betrauenden künftigen Funktionsträgern für die verantwortungsvolle Aufgabe, die sie in den nächsten Jahren ausüben werden,
mein zähestes Glück wünsche und viel Soldatenglück wünschen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte auch kurz die Diskrepanz ansprechen zwischen dem Verfassungsauftrag und der Budgetlage und dem realen Zustand des Bundesheeres gegeben. Wie Sie wissen, hat der Generalstab diese Woche eine Broschüre herausgegeben, die eine realistische Einschätzung über die Situation des Bundesheeres sowie dessen absehbare Entwicklung unter das Grundgelegen der budgetären Rahmenbedingungen darstellt. Es ist meine Pflicht, mit dieser ungeschminkten Analyse und meinem Appell, eine politische Debatte über das Verteidigungsbudget anzustoßen und darüber hinaus einen wesentlichen Beitrag dahingehend zu leisten, wie das Bundesheer in den nächsten Dekaden seinen verfassungsmäßigen Auftrag wieder erfüllen kann. In kürzester Modernisierung der letzten Jahrzehnte sind dann in Substanz gegangen und es bedarf nun gesamtstaatlichen Handels, um den verfassungskonformen Zustand zu gewährleisten und wiederherzustellen. Was über Jahrzehnte gekürzt wurde, holt man nicht in 2 bis 3 Jahren nach. Eine einzige große Organisation würde das bewältigen. Die Bundesregierung jedoch bekennt sich in ihrem Regierungsprogramm zur Stärkung des österreichischen Bundesheeres, hat sich zum Ziel gesetzt, durch adäquate budgetäre und geeignete personelle Ausstattung langfristig Planbarkeit zu ermöglichen. Ein wirksamer Beitrag zum Schutz Österreichs erfordert, Aufgabenspektrum und Ressourcenausstattung des Bundesheeres wieder in Einklang zu bringen. Ich bin zuversichtlich, aber es bedarf unserer aller Anstrengung, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Das heißt, die Richtung stimmt, die wir uns bewegen, aber das Ganze braucht Geduld, es braucht Zeit und es braucht vor allen Dingen auch Geld. Sehr geehrte Damen und Herren, das Kommando Streitkräfte ist als agile Organisation in der Lage, flexibel und adaptionsfähig auf neue oder veränderte Anforderungen zu reagieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, weil durch diese neue Ausrichtung sowohl Resilienz als auch Robustheit gesteigert werden. Die Sicherheit Österreichs und seiner Bürger liegt letztlich auch in den Händen des hier und heute angetretenen Kommandos der Streitkräfte mit all seinen Verbänden. Es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe das Kommando der Streitkräfte. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!